Was war das? Ratz. Ratz? Super. Servus. Ich bin heute schon wieder unterwegs mit Jörg. Und es geht weiter auf der Paar. Diesmal starten wir von ziemlich weit oben. Wir sind jetzt in Kissing eingestiegen und wollen bis nach Dasing fahren. Das werden so circa 20 Kilometer sein. Ja, wir sind sehr gespannt, ob uns der Pegel reicht, ob wir gut durchkommen. Genau, bleibt dabei. Bis später. Anfang ziemlich durch stark besiedeltes Gebiet gefahren sind oder halt deutlich menschlich geprägtes Gebiet gefahren sind, auch mit viel Pferdekoppeln. Sind wir jetzt in einem Bereich, ja, so stell es mir vor, auf der Paar, gell, so Auenlandschaft, ein Fluss, der sich schön schlängelt. Das Problem ist dann, dass wir halt einen sehr niedrigen Pegel haben und zurzeit wäre ich auch Laichzeit bei den Fischen. Jetzt ist das so eine mit schlechtem Gewissen, aber ja, schön ist das. Vor uns ist jetzt die erste von drei Umtragungen von so Sägewerken. Und wir haben uns das alles schon angeschaut. Ja, müssen wir mal ein bisschen spazieren. Aber alles machbar. Also bei dem Sägewerk in Ottmering steigen wir links aus, umtragen links. Jetzt sind wir in Hügelhardt und diese zwei Brücken, die kündigen dann unseren nächsten Ausstieg an. Da gilt es ein großes Sägewerk zum Tragen. Im Führer stand sogar gefährliche Umtragung, weil halt dieses Sägewerk recht groß ist und wahrscheinlich Staplerverkehr. Schauen wir mal.
übrigens, was wir noch betonen wollten. Winterthur. Das Board ist oben, ich fass es nicht. So geil. Wir umtragen jetzt die Griesbachmühle. Auch wieder links herum. Uns liegt die letzte Umtragung, das ist die Brunnenmühle. Da müssen wir jetzt mal schauen, wie wir am gescheitsten gehen. Ja, ganz überraschend, jetzt ist schon unser Ausstieg da. Wir sind schon in Dasing bei der Bahnlinie, die Brücke. Da ist auch der Pegel Dasing. Der Pegel Dasing ist so bei 38 cm. Ja, er könnte 10 cm mehr vertragen. Wäre nicht schlecht. Von mir sag gern 20.
Sehr schön. Da oben. Super awesome. Ja.